Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Subnautica-Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wo der Teleporter Nummer 2 im Lost River ist. Also hier die Karte. Wir wollen hier von den flachen Gewässern nach oben und Nordwesten zum zweiten Weg in den Lost River. Der ist da oben so in einer Spalte und wir kommen dann hier im Lost River runter, hier hinten, gehen dann nach vorne und dann rechts um die Kurve und dann hier ist dieser Alien-Raum mit dem Teleporter. Wir machen das Ganze mit der Seemotte mit Tiefenmodul 3 bis 900 Tiefenmetern und schwimmen da mal Richtung Nordwesten. Diesen Teleporter 2, den müsst ihr vorgängig in der Hauptversorgungseinrichtung aktivieren. Sonst ist dort nur ein leeres Portal. Sobald der aktiviert ist, ist er für immer eingeschaltet und ihr könnt den brauchen, um von der Hauptversorgungseinrichtung schnell zum Lost River und umgekehrt zu kommen. Ich zeige euch einfach hier mal den Weg von ganz oben, damit ihr das lokalisieren könnt. Und die Hauptversorgungseinrichtung, also das vierte und letzte Alien-Gebäude, ist eine super Teleporter-Drehscheibe. Dort kommen insgesamt 5 Teleporter zusammen, wo ihr euch dann eigentlich sehr schnell auf der Karte hin und her bewegen könnt. Wir sind da beim Mushroom Forest und schwimmen rechts daran vorbei. Und dann sollte da hinten dann schon auch ein Graben kommen, ein Abgrund mit diesen verästelten Pflanzen. Hier noch das Wrack, das auf dem Mushroom Forest ist. Es gibt ja insgesamt 2 Mushroom Forests. Und da hinten geht es auch schon runter. Ihr seht schon die verästelten Bäume und da diese Elektrotiere. Dann gehen wir hier runter. Wir sind auf 220 Metern. Und kommen da im Weg Nummer 1 zum Lost River runter. Ne, Quatsch, Weg Nummer 2. Und wir kommen hier im Weg Nummer 2, dem schnellsten, zum Lost River runter. Und auch der engste. Ihr seht, das ist hier ganz eng. Der ist nicht geeignet, für mit dem Zyklop runterzukommen. Das ist alles zu eng. Seemotte aber kein Problem. Sehen den Lost River, diese Höhle hier, und auf der rechten Seite hier sollte jetzt dann so eine Einbuchtung sein, nicht hier, ein bisschen weiter vorne, da, mit so einem Schwefelfall, und dahinter befindet sich dieser Teleporterraum, aber Achtung, wir haben in dieser Höhle hier einen Geisterleviathan, und wenn ihr da so ein bisschen doof rumsteht, dann kommt er. So wie hier. Und wie ihr wisst, der macht ziemlich viel Schaden. Also hier nicht lange bleiben, hier auch nicht groß parkieren, sondern rein oder raus. Aber nicht hier warten. Also wir gehen hier rein, kommen wir hier in diese Höhle, müssen den Weg entlang laufen bis zum Portal. Gegner gibt es wie üblich im Prinzip keine, nicht mal diese Spinnen. Und es zieht sich, aber nicht mehr lange, denn hier ist auch schon dieses Portal. Und gelangen hier zum oder zu der Hauptversorgungseinrichtung, zu der Primary Containment Facility, und kommen dann hier zum Hauptraum mit den 4 Teleportern, dem Eingang und dem weiterführenden Gang.
der zum fünften Teleport und zum großen Tank unten führt. Also, das war's auch schon für dieses Video zum Teleporter 2 im Lost River. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und wir sehen uns im nächsten Video.